Was hat Porträtmalerei oder das Malen von Porträts mit Abstinenz zu tun? Jetzt in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Mein Name ist Karin und ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich empfehle dir tatsächlich, meine Videos bis zum Schluss anzuschauen, denn die Methoden, die du hier von mir erfährst, beruhen auf einer Abstinenz, die doch schon über 20 Jahre andauert. Und ich kann dir diese Erfahrungen nicht in 2 Minuten vermitteln. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich los. Wenn du das erste Mal dabei bist, also meine Videos laufen immer ziemlich ähnlich ab. Das heißt, ich erzähle zu anfangs ein bisschen was übers Material und während ich male, steige ich in das Thema ein. Vom Material her, es ist Aquarellpapier, Aquarellfarben, Aquarellstifte und die Zeichnung von dem Mann oder Frau, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Mann oder Frau ist, ist ein bisschen schwierig, ist sehr intuitiv. Es ist eine lockere Zeichnung. Wenn du dir das jetzt noch nicht zutraust, du kannst natürlich dein Gesicht auch abpausen. Und das Thema, das heutige Thema ist ja abstinent leben, enthaltsam leben und das eben das Malen von Porträts, wie jetzt hier in Aquarell, dich durchaus da in deiner Abstinenz stärken können. Und ja, warum ist das eigentlich so? Ne? Ich meine, ich schmeiße das da so einfach mal in den Raum. Also als ich vor über 20 Jahren aufgehört habe mit Alkohol, Drogen und Medikamenten, habe ich eigentlich ziemlich schnell begonnen, mit Gesichtern zu malen. Und oder überhaupt intuitiv zu malen, ja, weil wenn ich eins gelernt habe in meiner Trockenheit oder in der Zeit ohne Drogen, Alkohol, ein zerstreuter Geist bleibt auf Dauer nicht abstinent. Und gerade das Malen, das intuitive Malen von Gesichtern, von Menschen, ja, du bist total fokussiert, konzentriert. Es ist leichter oder sagen wir es mal andersrum, oftmals beim Studieren von Gesichtern lässt man sich ja auch nicht mal groß ablenken. Ne? Also das Malen von Menschen, von Köpfen beginnt immer auch mit Studium, das heißt, ich studiere mein Gegenüber, ich nehme eine Fahrt im Zug und beobachte mal so die Gesichter, die Menschen um mich herum. Also ich bin konzentriert, ich bin ein Stück weit bei anderen Menschen, ja, also ich beobachte, ich interessiere mich für andere Menschen. Aber intuitiv Porträts malen heißt auch, dass ich einen Zugang zu mir finde, zu meinen inneren Anteilen. Ja? Und das ist das Tolle an diesen intuitiven Köpfenmalen. Du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst einerseits mit Aquarell malen, so wie hier jetzt. Viele meiner Köpfe sind aber auch in Acryl entstanden. Und um intuitiv Köpfe, Porträts, vielleicht erschreckt dich jetzt oder dieses Wort Porträts, dann nimm einfach intuitive Gesichter. Dafür benötigst du keine Vorkenntnisse. Leg einfach los, ja. Wenn du mal Zeit hast und Kinderbilder anschaust, wenn Kinder ihr Mama und Papa malen. Das sind so wundervolle Bilder. Ja, und von den Kindern können wir ja auch viel lernen, weil die sind malen. Ja, also die lassen sich überhaupt nicht ablenken.
die sind Mahlen, die werden zum Mahlen. Und das ist ganz wichtig für eine gesunde Enthaltsamkeit, für Abstinenz, dass du dich konzentrieren kannst und fokussieren kannst. Wenn du konzentriert bist, ja, wenn du bei dir bist, oder ich würde eher sagen, wenn du bei dir bist, dann ist auch die Gefahr geringer, dass du unachtsam irgendwo hinlangst und Stoff konsumierst. Das geht überhaupt nicht, ne? Und das lässt sich unglaublich gut üben mit Malen oder mit intuitiven Köpfen, mit Malen von intuitiven Köpfen. Ja, also ich wiederhole mich da gern nochmal. Ein zerstreuter Geist bleibt auf Dauer nicht abstinent. Das hat einfach die Erfahrung gezeigt. Ich arbeite ja seit vielen, glaube ich, über 15 Jahren immer wieder in der Suchthilfe und habe das da eben oft miterlebt oder jetzt auch privat mit Mandantinnen oder mit Mandanten. Sobald die Konzentration nachlässt, sobald man zerstreut ist, ja, zerstreut durch den Alltag und diese täglichen Kleinübungen, ich nenne sie auch gern, es ist ja auch eine kleine Meditation, wenn man die nicht mehr so ernst nimmt, ja, wenn alles andere wichtiger ist draußen, klar ist es wichtig, einen Job nachzugehen, zu arbeiten, natürlich ist es wichtig, ne? Man braucht Geld, aber die Abstinenz, die Enthaltsamkeit sollte immer an erster Stelle stehen und dann kommt lang gar nichts. Und dann kommt wieder die Abstinenz erstmal oder die gesunde Enthaltsamkeit. Also das intuitive Malen ist eigentlich für jeden gut, ne? Also man muss jetzt nicht unbedingt süchtig sein, das ist Quatsch natürlich, ne? Intuitiv, aber wir haben eben nun mal heute dieses Thema, ne? Ich male ja jetzt nicht nur wegen Sucht, sondern auch wegen meiner Hochsensibilität, um mich zu schützen, um einfach entspannter in den Abend zu gehen. Aber heute haben wir halt nur mal das Thema Enthaltsamkeit. Also du musst jetzt nicht zwingend von Alkohol oder Drogen abhängig gewesen sein. Das gilt ja auch für eine gesunde Enthaltsamkeit im täglichen Leben. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gern meinen Kanal. Ja, und wenn jetzt hier, so wie jetzt hier, bin ich ja schon ziemlich weit mit dem Gesicht. Es ist übrigens ein Fantasiegesicht. Ich kenne die Person nicht. Und jetzt in diesem Stadium des Malens ist es für mich auch Spielen. Na, dann spiele ich, probiere, versuche, überlege mir Farben, wie im Leben ja auch. Ja, also eine Zeit oder sagen wir es mal so, ein abstinentes oder ein enthaltsames Leben von schädlichen Substanzen ist ja auch, ich versuche aus, natürlich jetzt keine Drogen oder Medikamente, das meine ich jetzt nicht, aber das Leben will gelebt werden, so einfach ist es, ne? Und man macht natürlich Fehler, ja, das ist klar, es passiert jedem. Ist auch mir in der Trockenheit oder in den abstinenten Jahren oder mittlerweile sind es jetzt über 2 Jahrzehnte auch passiert, dass ich Entscheidungen getroffen habe, die eben im Nachhinein nicht richtig waren. Und da sieht man eben dieses Spielen, Ausprobieren,
geht unglaublich gut mit Aquarell. Ja, Aquarellfarben, wenn ich jetzt viel Wasser benutze, die machen, was sie wollen. Ja, das ist so. Aber man sieht es ja auch in einem Bild, man hat auch immer wieder die Möglichkeit, die Formen zu stabilisieren und einzuholen oder zu festigen. Ja, Aquarell eignet sich sehr gut, um fließen zu lassen, aber ich kann den Formen aber auch wieder Halt geben. Das ist das Schöne an Aquarell. Und während ich dieses Bild gemalt habe, ist es übrigens an, ich tippe mal, ja, es waren glaube ich 3 Abende, habe ich natürlich auch schöne Musik gehört. Was ich auch immer wieder in meinen Videos erwähne, ist: Tanz zu deinen Bildern, ja. Sprich mit deinen Bildern, habe ich auch schon gemacht, funktioniert wunderbar. Ja, und lass es dir gut gehen. Da gab es ein bisschen Haardruck. Also ich fasse jetzt nochmal die wichtigsten Punkte zusammen warum jetzt Porträtmalen gesunde oder Porträtmalen fördert eine, ach Gott, Elena, ist das Maria, fördert dann doch eine gesunde Enthaltsamkeit. Du bist bei dir, ja? Ich kann mich jetzt gar nicht konzentrieren, wenn ich da zuschaue. Du bist bei dir. Du beobachtest, bist fokussiert, konzentriert. Du hast die Möglichkeit, bei Aquarell oder in der Aquarelltechnik während des Bild oder während des Malens auch ein Stück weit zu spielen, ja? Und eine glückliche Enthaltsamkeit sollte einfach auch Spaß machen. Ganz wichtiger Faktor, Spaß und Freude. Ja, das lass, oder wie heißt es so schön, bring deine Seele zum Singen. Wenn du das schaffst, gebe ich dir Brief und Siegel, wirst du keine Substanzen mehr anfassen, die irgendwie schädlich sind. Weil du verlierst ja dann alles. Ja, wir sind beim Schluss. Pfirti, bis zur nächsten Woche. Ja, hier geht's gleich weiter mit dem nächsten Video zum Thema Kunst gegen Sucht.